Schon seit 3 Jahren wissen wir, dass die Wolfensteinmacher von Machine Games im stillen Kämmerchen an einem Indiana Jones Spiel arbeiten. Und jetzt ist das Kämmerchen endlich offen und haufenweise Infosquellen raus. Das Adventure hört auf den unspektakulären Namen Indiana Jones und der große Kreis oder auf Englisch Indiana Jones and the Great Circle. Es setzt auf eine Ego-Ansicht und soll noch dieses Jahr für PC und Xbox erscheinen. Das zieht uns vor Verzückung doch glatt den Boden unter den Füßen weg. Hat er mit diesen Typen zu tun? Fans des von Harrison Ford verkörperten Archäologen hatten es in den letzten Jahren ja eher schwer. Die Filme waren maximal okay, Spiele gab es die letzten 15 Jahre gar nicht. Ein schickes Abenteuer mit der Euphoria Engine und spannenden Nahkämpfen wurde wieder eingestellt. Das letzte veröffentlichte Spiel war Stab der Könige und das war, naja. Da kommt der große Kreis gerade recht. Also nicht der aus dem Geometrieunterricht, sondern der hier. Die erste ausführliche Vorstellung des neuen Indie-Spiels mit reichlich Gameplay-Material macht extrem viel Lust auf den Release und setzt sich durch die Ego-Perspektive spürbar von Spieleabenteurern wie Nathan Drake oder Lara Croft ab. Andererseits ist es auch ein bisschen schade, dass wir Indie nicht die ganze Zeit sehen. Wie das neueste Indiana-Jones-Abenteuer funktioniert, wie Wolfenstein die perfekte Vorbereitung auf das hier war, wie ein Indie-Spiel ohne Third-Person funktionieren soll und wo noch Fragen offen sind, das schauen wir uns in den nächsten Minuten an. Dieses Video wird euch präsentiert von Cyberport und Nvidia. Erlebt die neueste Generation von mobilem Gaming mit den RTX 4000er Grafikchips kombiniert mit Nvidias AI-Technologien wie DLSS 3.5 und Ray Reconstruction. So spielt ihr auf eurem Laptop grafisch anspruchsvolle Titel unterwegs und mit vielen Details. Und mit Nvidia Broadcast filtert ihr mit einem Knopfdruck automatisch nervige Hintergrundgeräusche beim Zocken oder Streamen heraus oder tauscht im Webcall eure Hintergründe aus. Die Notebooks mit aktuellen RTX-Grafikchips gibt's auf cyberport.de. Indiana Jones und der große Kreis spielt zwischen den Filmen Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug, also höchstwahrscheinlich 1937. Das Abenteuer startet im Marshall College, das Fans schon aus den Filmen kennen. Indy ist frisch von Marion getrennt, hat bis tief in die Nacht gearbeitet und ist dabei eingeschlafen. Er wacht auf, weil ein Einbrecher nicht gerade subtil durchs Fenster eingestiegen ist und findet im College-Museum einen wahren Hünen. Der mysteriöse Fremde entkommt mit einem kleinen, unscheinbaren Artefakt von vermeintlich geringem Wert. Wer würde für so ein Ding so viel riskieren? Indys Interesse ist geweckt und er macht sich auf in den Vatikan. Dort erhofft er sich Antworten. Das ist der Anfang einer Geschichte, die uns unter anderem nach Ägypten zu den Pyramiden, ins Himalaya-Gebirge und zu anderen Orten mit antiken Städten führt. Und das ist kein Zufall. All diese Sehenswürdigkeiten bilden einen perfekten Kreis. Beschützer des Circulus Magnus. Des großen Kreises. Was genau dahinter steckt, wer der riesige Glatzkopf vom Anfang ist, was alles auf dem Spiel steht und wer genau der Beschützer des großen Kreises ist, das sind alles Fragen, die uns im neuesten Indie-Abenteuer vorantreiben. Genau wie die Filme steht die Story für sich. Es gibt natürlich Verweise und Anspielungen auf Indies andere Abenteuer, aber auch ohne Vorwissen sollen wir alles verstehen. Ganz eben wie das klassische Blockbuster-Kino der 80er Jahre. Ebenfalls ganz klassisch warten ein klarer Gegenspieler und eine Begleiterin im Spiel auf uns. Als weiblicher Sidekick steht Gina Lombardi. Die Indie zur Seite, vertont von Schauspielerin Alessandra Mastronardi. Die Journalistin sucht seit Jahren nach Hinweisen zum großen Kreis. Außerdem steht für sie etwas sehr Persönliches auf dem Spiel. Der große Gegenspieler heißt Emmerich Voss, synchronisiert vom deutschen Schauspieler Marius Gavrilis, bekannt als Katakuri in One Piece oder Batman in Gotham Knights. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here. Er ist genauso versessen, Mysterien zu erforschen wie Indy, nur ist er eben unsagbar böse. Sein Interesse am menschlichen Verstand und wie man den manipulieren kann, soll ihn zu einem extrem gefährlichen Widersacher machen. Also ein bisschen wie Belloc, nur viel wahnsinniger. Sie und ich, wir sind uns beide sehr ähnlich. Archäologie ist unsere Religion. Neben den neuen Gesichtern kehrt auch ein alter Bekannter zurück, Marcus Brody. Den spricht aber genau wie Indiana nicht der Originaldarsteller. Denham Elliott verstarb bereits 1992, Harrison Ford ließ seine Paraderolle nach dem Film Das Rad des Schicksals hinter sich. Für Ford übernimmt Branchenschwergewicht Troy Baker den Part, unter anderem bekannt als Joel in The Last of Us. Watch me. Die deutsche Standardstimme von Harrison Ford, Wolfgang Pambel, scheint zudem ebenfalls nicht dabei zu sein. Zumindest im deutschen Trailer ist er nicht dabei. Schutzherr der gefallenen Engel, Beschützer des Circulus Magnus.
Wie gut Figuren und Geschichte ausfallen, lässt sich noch nicht sagen. Aber Ausgangslage und Charaktere fügen sich auf den ersten Blick glaubwürdig ins Indie-Universum ein. Da Machine Games mit Wolfenstein bewiesen hat, dass sie sehr geschickt auf dem Grat zwischen ernst und lustig, nachdenklich und actionreich wandeln können, bleiben wir zusätzlich optimistisch. Was ist denn aber mit dem eigentlichen Spiel? Warum steuern wir den Helden überhaupt aus der Ego-Perspektive? Egal ob Tomb Raider, Uncharted oder Indie selbst, genretypisch wäre eigentlich die Third-Person-Kamera. Zumal man dann auch Indies ikonisches Outfit sehen würde. Hier bleibt nur die Lederjacke an den Arm über. Dafür gibt's aber mehrere Gründe. Zum einen hat Machine Games viel Erfahrung mit der Ego-Ansicht. Ihre Wolfenstein-Shooter setzen allesamt auf diese Kameraansicht und verbinden ebenfalls Geschichte mit Action und kleineren Rätseln. Zum anderen sollen wir im fertigen Spiel zu Indie werden. Durch seine Augen lösen wir Rätsel, kämpfen, schießen. Kurzum, wir sind Indiana Jones. Ob dazu aber tatsächlich die Ego-Ansicht nötig ist oder ob die fehlende Erfahrung mit Third-Person-Action vielleicht doch eher der Grund für die gewählte Ansicht ist, darüber kann man spekulieren und streiten, aber ändern wird sich an der Kamera nichts mehr. Damit wir aber nicht nur Indies Lederärmel sehen, sondern auch Schlapphuttasche und Co., hat das Studio ein paar Kniffe im Ärmel. Denn wenn wir den Archäologen nie sehen würden, könnten wir ja auch einfach Abenteuer Simulator 12 spielen. Der offensichtlichste Kniff: Der große Kreis spult reichlich Cutscenes ab, die den Archäologen prominent in Szene setzen. Fürs richtige Filmfeeling zitiert das Spiel dabei reichlich bei der Vorlage. Diesen Griff kennen wir so ähnlich aus Tempel des Todes, diese Altarszene könnte direkt vom Jäger des verlorenen Schatzes stammen und der bekannte Reisebildschirm fehlt selbstverständlich auch nicht. Zweiter Kniff: Im Spiel zoomt die Kamera raus, wenn wir beispielsweise an einem Seil hochklettern oder per Peitsche schwingen. Dann sehen wir Indy in all seiner Pracht. Wie gut diese Balance klappt, muss sich noch zeigen. Immerhin können solche Momente auch wieder aus der Immersion herausreißen. Andererseits kennen wir ähnliche Systeme schon aus anderen Spielen, beispielsweise aus den letzten Deus Ex-Titeln, Rainbow Six Vegas oder auch aus den Riddick-Spielen. Die ließen uns ja auch einen sehr markanten Filmhelden größtenteils aus der Ego-Ansicht steuern und nur ab und an wechselten sie für bestimmte Manöver in die Außenansicht. Spielerisch klingt Indiana Jones und der große Kreis in der ersten Vorstellung nach einem ausgefeilteren Wolfenstein-Spiel. Wir folgen der Geschichte durch verschiedene, recht offene Gebiete, ballern dabei ordentlich Nazis weg, rätseln und erkunden. Generell sollen die Puzzles eine große Rolle spielen, viel größer als in früheren Machine Games-Titeln. Das Studio hat zwar noch keine kompletten Beispiele gezeigt, hier setzt Indy mal ein Zahnrad ein, da wischt er was weg, hier setzt er Figuren ein und da verschüttet er Alkohol. Dafür betonte der Entwickler, dass die Level voll davon sind und sich natürlich ins Design einweben. Es sollen sogar so viele sein, dass einige Rätsel optional bleiben. Wer keine Lust hat, die ganze Zeit nachzudenken, lässt die Puzzles einfach links liegen. Uns interessiert dabei vor allem, was wir als Belohnung für die Nebenbeschäftigung erhalten. Das verriet das Studio aber noch nicht. Neben den Rätseln warten offene Gebiete voller Gegner und Hindernisse auf uns. Klettern scheint dabei bislang noch keine allzu große Rolle einzunehmen. Aber zumindest das Seilrutschen aus Legende der Kaisergruft ist dabei und die gezeigten Plattformer-Szenen schauen teils spektakulär aus. Kommen wir in einen Bereich voller Feinde, entscheiden wir wie aus Wolfenstein gewohnt selber, wie Indy von A nach B kommt. Schleicht er? Haut er alle um? Ballert er los? Unsere Wahl. Dieses Gameplay-Element erbt Indiana Jones von Wolfenstein. Auch hier suchen wir die Vorgehensweise zum Ziel selbst aus. Doch Indy könnte noch eine ganze Schippe Qualität drauflegen. Denn Indy hat deutlich mehr Optionen als BJ Blazkowicz. Zum einen greift der Archäologe auf richtige Nahkampfkombos zurück und blockt feindliche Schläge ab. Zusätzlich setzen wir im Level verteilte Gegenstände wie Schaufeln oder Hammer ebenfalls im Kampf ein, genauso wie die markante Peitsche. Wir lenken mit dem Lederriemen Feinde ab, stürzen uns auf Gegner drauf oder ziehen ihnen die Beine einfach weg. Alle Optionen zusammen könnten die Auseinandersetzung deutlich variantenreicher machen, denn Pistolen und Waffen gibt's ja auch noch. Wegen den vielen Möglichkeiten ist die Frage der Balance hier besonders entscheidend. Gerade die Wolfenstein-Titel locken uns doch schon sehr Richtung Stealth, wenn es die Möglichkeit im Level dazu gibt. Denn hier rufen Kommandanten sonst Massen an Verstärkungen, da lohnt der offene Kampf zunächst kaum. Sind die Optionen in Indy ausgewogener? Macht es Spaß, sie zu kombinieren? Das muss das Spiel erstmal zeigen. Stimmt die Balance, unterhält die Geschichte gut, sieht man Indy oft genug, gibt's genügend und gute Kletterpassagen? Bei solchen Fragen nach einer ersten Vorstellung ist klar, wir wollen noch viel mehr Details wissen und sind neugierig. Allgemein macht Indiana Jones und der große Kreis aber einen vielversprechenden ersten Eindruck. Machine Games hat sich mit ihren Wolfenstein-Spielen einen dicken Vertrauensvorschuss erarbeitet und mit dem Archäologen scheinbar die perfekte Lizenz für ihre Art von Spielen gefunden. Das größte Fragezeichen steht aktuell deshalb hinter der Rätselqualität. Denn wenn der Fokus auf die Puzzles wirklich so hoch ist, müssen die auch sitzen. Auch bleibt offen, wie Belohnung für optionale Puzzles aussehen, ob es richtige Nebenaufgaben gibt, ob es wie in Wolfenstein auch einen Talentbaum gibt und welche Systeme langfristig fesseln sollen.
aber nach 15 Jahren Spielefunkstille sind wir einfach froh, dass Indiana Jones nicht nur zurück ist, sondern auch das Zeug zu einem waschechten Blockbuster-Hit hat.